Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde The Witcher 2. Denn letztes Mal haben wir diesen beschissenen Brief, den beschissenen gefälschten Brief von Kimbolt überprüft und jetzt reden wir mal mit ihm drüber. Du hattest recht, Baron. Der Brief ist gefälscht. Natürlich hatte ich recht. Ich würde nie versuchen, Bussy weh zu tun. Bankert oder nicht, er ist noch ein Kind. Dein Lohn, Hexer. Ich will, dass du dich um noch etwas anderes kümmerst. Worum geht es dabei? Um Graf Linus Maravel. Du hast den Namen schon gehört? Jung, fähig, gut aussehend. Ja, ja, all das und mehr. Und er ist geradezu krankhaft ehrgeizig. Gleich nach der Ankunft der temerischen Delegation in Lokmuin begannen seine Leute regelmäßig, das Nilfgaardische Lager aufzusuchen. Willst du sagen, dass Maravel ein Verräter ist? Wir sind alle befugt, mit dem Gesandten zu kommunizieren. Ohne Ärger, ganz offen und so, wie höfische und diplomatische Protokolle es vorsehen. Aber die Boten des Grafen, die Briefe, die da hin und her gehen, das erinnert mich eher an ein komplexes Balzverhalten. Du willst wissen, was in diesen Briefen steht? Ich will, dass du die Pläne des Grafen in Erfahrung bringst. Der Mann würde seine Mutter verkaufen, um dem Kaiser zu gefallen. Finde heraus, was Maravels Bote transportiert. Wenn es um Verrat geht, musst du Johann Nathalys warnen. Du wirst großzügig belohnt, sei gewiss. Ich lasse mich schon wieder auf irgendeine Seite in diesen politischen Intrigen ziehen. Und das muss ein Hexer unternehmen? Unterschätzt Graf Maravel nicht. Er beschäftigt keine gewöhnlichen Halsabschneider und ich habe das auch nicht vor. Hieronymus Lasch, sagt dir der Name was? Großkotziger, unechter Name. Klingt nach einem Barden oder Schausteller, finde ich. Aber bei solchen bräuchtest du meine Hilfe nicht. Also lass mich raten. Maravel vertraut seine Korrespondenz einem Magier an. Ich wusste, dass du der Richtige bist für diese Aufgabe. Die magische Barriere über der Stadt macht alle Formen von Hochmagie unmöglich, sodass Lasch nicht aus der Ferne mit Schillert kommunizieren kann. Trotzdem ist er gefährlich. Zu Zeiten der vorigen Kammer hat man ihn beim Ausüben von Schwarzmagie erwischt, glaube ich. Er sollte hingerichtet werden. Doch diese Laus Maravel hat ihn gerettet. Wo kann ich ihn finden? Such nach meinem Mann Aldrich, beim Brunnen hier im Lager. Er zeigt dir den Magier. Also gut, ich spreche mit ihm. An der Stelle... Mein Herr, wir wissen, wo Sie sind. Wie lauten deine Befehle? An der Stelle wüsste ich ganz gerne... Verdammt, ein großartiger Tag. Sammle deine Männer und erledige dies ein für alle Mal. An der Stelle wüsste ich ganz gerne, ob ich mich auch einer anderen Seite hätte anschließen können, weil in Gothic zum Beispiel... Meister Hexer! Was willst du? Herr, der ehrenwerte Graf Maravel wünscht die Ehre deiner Gegenwart. Er sagt, es sei dringend. Dringend ist wohl alles dieser Tage. Sag dem Grafen, ich denk darüber nach. Weil in Gothic kannst du dich ja den einen oder den anderen anschließen und versorgst dir damit Quests der anderen. Und, ich warte jetzt erstmal, bis Tag ist. Und, jetzt ist halt die Frage, könnte ich mich theoretisch auch Graf Maravel anschließen und Quests für ihn erledigen? Hilf entweder Triss und befreie Dings hier irgendjemanden, trifft sie mit Aldrich. Der müsste ja hier irgendwo sein, ne? Der böse Blick. Aldrich, Baron Kimbolt sagt, du würdest mir Hieronymus Lasch zeigen. Du kommst genau recht. Mir nach. Oh komm, sei jetzt bitte nicht... Sei kein langweiliger, langsamer NPC. Ja, so geht's mir auch, Kumpel. Du bist das? Wo ist Lasch? Geduld, Kumpel. Sie müssten jeden Moment hier sein. Schau, das...
Ich habe meinen Teil erledigt. Der Rest ist an dir. Soll ich ihn jetzt umbringen, oder was? Jemand folgt uns. Haltet ihn auf. Ja. Stehen bleiben, Weißhaar. Und wenn nicht? Dann werde ich dir verdammt nochmal dabei helfen. Das möchte ich sehen. Das kannst du haben. Für Nathalie! So. Na? Hinterher, der wartet nicht auf mich. Es ist der da. Tötet ihn. Gut, vielleicht wartet er doch auf mich. Auf Nilfgaard! Wo ist denn jetzt mein Schwert abgeprallt? So. Na gut, wenn der auf mich wartet, dann... Na gut, die haben kein Loot. Genug, du wirst sterben, hier und jetzt. Hä? Ah. Ich wusste es. Mann, bin ich gut. Quest abgeschlossen. Der Bote. Korrespondenz. Marvels Brief an Schillard Fitzasterlin. Exzellenz, ich freue mich, berichten zu können, dass Anaïs Foltes Bastardtochter in dem Namen an Catwin übergeben wurde, wie wir es vereinbart hatten. Sie befindet sich gegenwärtig in der Obhut des Zauberers Detmold, der mehr als erfreut über das Geschenk schien. Ich vertraue darauf, dass ich nun, da ich meinen Teil der Abmachung erfüllt habe, damit rechnen kann, dass du dich rasch um den Dahin kümmerst. Leider verlief nicht alles plangemäß. Aufgrund einer Verkettung unglücklicher Zufälle starb Folters Bastardsohn Bissi. Allerdings sind in derart komplexen Situationen voller unvorhersehbarer Umstände bestimmte Verluste einzukalkulieren. Ich betraue den Jungen, bin jedoch gewiss, dass du die Vorteile dieser Wendung der Ereignisse erfasst. Zudem kann man denn erwarten, dem Schicksal ein Schnippchen zu schlagen. Dein ergebener Diener Graf Maravell. Ja. Und was haben wir hier unten? Das Medaillon. Okay. Ich hoffe, ich muss da jetzt keine Reihenfolge einhalten, um das zu deaktivieren. Au. Geralt wird eingeäschert. Was ist da rechts für eine Rune?
Was da unten ist, denke ich mal, Art. Oder? Axi? Keine Ahnung. Gibt's hier irgendwas? Was? Erste verschüttete Runenkombination. Der Schatten eines Rehs. Der Mond sinkt leise, dass der Herbst naht. Was? Hey, guck mal, schnell speichern. Mal so. 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 Okay. Erste verschlüsselte Runenkombination. Okay, Google. Witcher 2. Ein Buch über Gargoyles finden. Bestimmt auch. Siegel zu brechen. Um die Truhen zu entzaubern und in den Himmel zu kommen, müsst ihr die im Raum verteilten Runen in einer bestimmten Reihenfolge deaktivieren. Es gibt zwei zufällig bestimmte Reihenfolgen für jede der Truhen, die wir hier auflisten. Okay. Und das sind einfach random Kombinationen, die ich jetzt durchprobieren muss, oder was? Okay, versuchen wir es mal mit... Wow. Okay. Ich habe hier jetzt 6 Reihenfolgen, die ich durchprobieren muss, weil ich nicht weiß, welche der Truhen hier gerade vor uns liegt. Also links an der Wand, rechts an der Wand, links auf dem Boden und vor der Kiste. Probiere ich jetzt mal als erstes durch. Links an der Wand. Rechts an der Wand. Links am Boden. Und vor der Kiste. Ah. Das verschlüsselte Manuskript. Ich weiß halt echt nicht, wie ich das hier ohne Ausprobieren hätte lösen müssen. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, wie man das hier hätte lösen können. Finde heraus, was mit Bissi und Anais passiert ist. Da muss ich ja irgendwie hier links rein. Und wie komme ich da rein? Ist hier irgendwo eine Tür? Habe ich hier irgendwo was für Art? Wer kennt ihn nicht, den LOLcaster behaart mit Art. Das hört sich an, als würde hier irgendwo was bröckeln. Oh lol.
Hätte ich vielleicht nicht dieses Schreiben gehabt, wäre das eventuell ein unangenehmer Kampf geworden. Also ich weiß es nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es unangenehm hätte werden können. Dich kriegt schon noch einer in einem finsteren Winkel zu packen. Ach, Johann Nathalie. Vielleicht vertraut Roche dir ja. Aber in meinen Augen bist du noch immer verdächtig. Was willst du? Repräsentanten des Regentenrats. Sind welche mit dir hergekommen? Nur Baron Kimbold und Graf Maravel. Die anderen fünf bleiben in Vuzima. Mit Ausnahme von Baron Orval verbringen sie offenbar die Zeit damit, Wege zu finden, Anais Anspruch auf den Thron zu untergraben. Kimbold und Maravel, welche Haltung haben sie? Sie vertreten entgegengesetzte Positionen, wie zu vermuten war. Der Baron meint, Anais Abstammung, sozusagen, stünde ihrem Anspruch auf den Thron im Weg. Auch wenn jeder weiß, dass er es schlicht vorzüge, sich selbst auf den Thron zu setzen. Maravel wiederum sagt, dass Foltests Kinder seine volle Unterstützung haben. Das hat er in Vuzima vor dem versammelten Rat erklärt. Eins ist sicher. Worte sind Wind. Die beiden könnten ihre Meinung blitzschnell ändern, wenn Anais gefunden wird. Der Rang dieser Beratungen ist imponierend, aber die Vertreter einiger Länder fehlen. Die wichtigsten sind anwesend. Die Magier wollten zwar alle einberufen, aber schade um die Zeit. Was ist mit Edirn? Das ist auch ein großes Land. Von Konflikten und Rebellion zerrissen. Keiner weiß, wer jetzt dort regiert. Deshalb nimmt sie auch keiner ernst. Das ist sicher die Ansicht von Cadwin. Ich wette, die Edirner sind anderer Meinung. Die Zauberer werden so viel wie möglich erreichen wollen. Könige mögen es gar nicht, wenn ihnen jemand die Bedingungen diktiert. Daraus kann ein ziemlicher Krach entstehen. Es wird keinen Ärger geben. Die Magier sind auf das Wohlwollen der Nordreiche angewiesen. Das Amphitheater ist durch einen magischen Schild gesichert. Ähnlich dem von Tanit. Jedenfalls ist die Ära der immunen Magier vorbei. Es wird Zeit, dass sie ihren Platz kennenlernen. Unter den Temeriern gibt es einen Verräter. Vorsicht, Hexer! Wenn du jemanden des Verrats bezichtigst, solltest du besser Beweise haben. Bussy und Anais. Ja? Du hast einen Verräter im Lager, Konstabler. Ich weiß, was der temerische Adel von mir hält. Er liebt mich nicht und versucht permanent, mich loszuwerden. Und so wird es auch bleiben, solange der Thron nicht besetzt ist. Ich spreche nicht von dir. Graf Maravel ist verantwortlich für Bussys Tod und dafür, dass Anais Cadwin in die Hände gefallen ist. Eine schwere Anschuldigung, Hexer. Dieser Brief zeigt klar, dass Maravels Männer den Konvoi mit Foltests Kindern überfallen haben. Der Junge wurde dabei getötet. Anais wiederum wurde entführt und an die Nilfgaarder ausgeliefert. Warum? Welche Summe, welche Ländereien haben diesen Schmalzbottich, der doch schon trieft vor Reichtum, dazu gebracht, Hochverrat zu begehen? Ich danke dir, Hexer. Du hast uns allen keinen kleinen Gefallen getan. Auch wenn die Verhandlung gegen den Grafen ihre eigenen Tücken bergen wird. Dies ist der Stand der Dinge, Baron. Graf Linus Maravel ist ein Verräter. Er hat uns verraten, er hat Temerien verraten, er hat den ganzen Norden verraten. Endlich bist du klug, Konstabler. Was bin ich froh. Wir müssen dem Grafen zeigen, dass Temerien auch in dieser schwierigen Stunde stark und einig ist. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Hol deine Belohnung bei Kimbold ab. Quest nicht erfüllt. Pacta sunt servanda. Scheiße. Na dann, neu laden und das Beste hoffen. Deswegen speichere ich immer zwischendurch. Was ist denn die Quest Pacta sunt servanda? Oh, stimmt. Ich habe vergessen, mit Maravel zu reden. Ui. Ja, finde jemanden, der das Manuskript entschlüsseln kann, ne? Wo ist der Zauberer?
Aber auf dem Weg zum Zauberer. Da auf dem Festungsplatz oder wie man das hier nennen will, Stadtplatz. Hier, Pokergesicht, Lockmuin. Ich wusste ja neulich nicht, wie ich zu den Pokerspielern zurückkomme. Deswegen nutze ich mal gleich die Gelegenheit. Ja, bitte. Um zu pokern. Ich möchte Würfel spielen. Zeig uns, dass du gut genug bist. Besiege zuerst die Elfen, die hier spielen. Ja? Ich hätte Lust auf ein Würfelspiel. Besieg erstmal meinen Lehrer. Er ist ein Meister der Magie. Aber beim Würfelspiel stecke ich ihn in die Tasche. Was gibt's? Würfelt ihr? Möchtest du spielen? Spielt hier noch jemand? Zwei Zauberer, aber die spielen nicht gegen uns. Nur gegen Meister. Wenn du uns besiegst, wer weiß. Ja, gern. Gegen wen denn? Zuerst gegen Philim, wer auch immer Philim ist. Fünf, zwei, fünf, vier, drei. Ui. Wobei, ich habe 2, 3, 4, 5. Bräuchte noch eine 1 oder eine 6? Du hast gewonnen. In der Tat. Dann bist du jetzt dran. Aber wir würfeln erst beim nächsten Mal. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.